Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video präsentieren. Heute geht es nämlich aus aktuellem Anlass um einen Hotfix, den Blizzard aufgespielt hat. Und in diesem Hotfix wurde die Anima-Menge, die wir durch alle möglichen Quellen erhalten, extrem erhöht. Und das wollen wir uns jetzt mal zusammen anschauen. Ist ein bisschen komplexer, deswegen habe ich da schon ein bisschen Vorarbeit geleistet, habe schon mal ein bisschen eine Tabelle erstellt und ein paar Daten eingepflegt und ein paar Diagramme gemacht. Werden wir uns nachher noch mal ein bisschen im Detail anschauen, dann wird vielleicht auch die Frage so ein bisschen klarer. Lohnt sich's für euch, die Gebäude zu bauen? Lohnt sich's nicht? Wie sieht es aus? So. Für die Leute, die noch nicht wissen, um was es sich handelt. Und zwar, gestern hat Blizzard, oder heute in der Nacht, je nachdem, ich habe es heute in der Früh gesehen, quasi einen Hotfix aufgespielt. Und in diesem Hotfix haben sie drei neue Achievements ins Spiel reingebracht. Diese drei Achievements habe ich auch schon direkt bekommen. Die heißen einmal, Moment, jetzt scrollen wir hier mal hoch, aus den Trümmern, Dürre, welche Dürre, und Sanctum Sanctorium. So heißen die drei Erfolge. Wenn ihr euer Sanctum hier ein bisschen ausgebaut habt, dann müsstet ihr die beim Einloggen auch bekommen. Was müsst ihr für die Achievements machen? Ihr müsst für die Achievements quasi bei dem ersten Achievement alle Gebäude auf 1 upgraden, beim zweiten Achievement alle Gebäude auf 2 und beim letzten Achievement alle Gebäude auf 3. Dann bekommt ihr die Erfolge. Und diese Erfolge triggern aber quasi unsere Anima-Menge ein bisschen nach oben. Mit jedem Erfolg, den ihr einmal einheimst, bekommt ihr durch fast alle Quellen in Shadowlands mehr Anima. Heißt, ihr bekommt immer ein extra Token. Es gibt ja grüne Token und blaue Token. Heißt, kriegt ihr jetzt für eine World Quest ein Anima-Token im Normalfall und ihr habt alle Gebäude auf 1 abgegradet, dann bekommt ihr für diese World Quest nicht ein Anima-Token, sondern 2. Habt ihr alle Gebäude auf 2 mit einem Charakter und schließt selbige World Quest ab, die euch normalerweise ein Anima-Token bringt, kriegt ihr nicht nur ein mehr, sondern gleich 2 mehr. Und dann, wenn ihr alles auf 3 habt, bekommt ihr halt 3 mehr. Heißt, das ist keine prozentuale Verteilung, sondern ihr bekommt einfach immer einen Token mehr. Bedeutet, habt ihr eine World Quest, die 3 Anima-Token bringt, also diese blauen Token mit 35, dann bekommt ihr, wenn ihr quasi alle Gebäude auf 1 habt, 4, wenn ihr alle auf 2 habt, 5 und wenn ihr alle auf 3 habt, 6. Heißt, es ist jetzt hier so, wenn ihr eine World Quest habt, die euch ein Anima-Token bringt, und ihr alle Gebäude auf 3 habt, kriegt ihr quasi das Vierfache. Und wenn ihr eine World Quest macht, die 3 Anima bringt, kriegt ihr halt nur das Doppelte. Also das ist ein bisschen blöd, weil Blizzard hier mit diesen Tokens rechnet und nicht dementsprechend mit irgendwie prozentual so und so viel mehr. Deswegen habe ich da auch ein bisschen eine Berechnung angestellt, um so ein bisschen rauszufinden, mit wie viel können wir jetzt etwa rechnen. Im LFR ist es natürlich genauso. Da hat WoW Head hier auch schon mal was rausgerechnet. Also da sieht man, Baseline gibt es für einen Boss 105 Anima, wenn man dann das erste Achievement hat, gibt es 140, beim zweiten 175 und beim dritten 210. Ne? Und das geht dann hier auch bei anderen Geschichten, zum Beispiel die letzten Bosse, die bringen ja ein bisschen mehr, da gibt es ja Baseline schon 5 Tokens, also 175, 210, 245, 280. Ne? Und das ist selbiges natürlich dann auch hier für Mythic Plus, für Low, Mittel und High Keys, da geht es dann halt immer hoch. Man merke hier, niedrige Quellen profitieren von dieser Mechanik proportional mehr als hohe Quellen. Ihr seht, der Sprung zwischen 35 und 140 ist natürlich viel größer als der Sprung zwischen 105 und 210, weil das hier ist quasi eine Vervierfachung und das hier ist nur eine Verdoppelung. Das war wie vorhin mit meinem Beispiel aus dem mit dem World Quest. Genau. Wir können jetzt einmal kurz gucken. Ich habe jetzt auch schon natürlich mit dem Main das Achievement, weil ich alle Gebäude hochgebastelt habe. Und wenn wir jetzt hier schauen, was ich an Anima bekommen kann, seht ihr, meine kompletten World Quests bringen 5, 6, 6, 5, 5, 5, 5. Also da ist jetzt schon mal wesentlich mehr drin. Ich glaube, davor waren die World Quests, haben gebracht zwischen 1 und 3. Und jetzt bringen mir die World Quests halt zwischen 4 und 6. Ne? Also das ist natürlich schon mal eine erhebliche Anhebung. Übrigens, das Ganze ist nur Char-spezifisch. Also ihr müsst mit jedem Char eure Gebäude einzeln hochbauen. Und da haben wir dann ein bisschen das Dilemma. Dementsprechend muss man sich halt überlegen, lohnt sich das für mich überhaupt,
diese ganzen Gebäude abzugraden, denn die sind relativ teuer, wenn ihr eure Gebäude upgraden wollt. Alles auf 1 ist relativ günstig, da braucht ihr, glaube ich, jedes immer eine Seele und 1000 Anima. Das ist günstig. Wenn ihr alles auf 2 upgraden wollt, braucht ihr für jedes Gebäude 5000, also sind insgesamt 20.000 nochmal drauf und ich glaube 8 Seelen. Und auf 3 braucht ihr immer 10.000 Anima und nochmal 22 Seelen. Ne? Also muss man dann schon einiges rein investieren. Ich habe das mit Mane schon gemacht, weil es da noch andere Erfolge für davor eh schon gab. Mit den Twinks noch nicht und da werde ich es jetzt upgraden. Und dafür habe ich aber auch eine kleine Berechnung mir zurechtgelegt. Erstmal habe ich hier, jetzt machen wir es mal vielleicht ein bisschen größer, so. Erstmal angeguckt, okay, wie sieht es mit dem Anima aus, ne? Wenn man ein Anima-Token bekommt, wir reden jetzt hier von dem blauen Anima-Token zu den grünen, sei so viel gesagt, alle grünen Anima-Tokens lohnen sich nicht sonderlich viel. Bevor, das können wir uns mal nämlich an einem kleinen Beispiel angucken. Eventuell sehen wir das nämlich hier beim Missionstisch, falls ich jetzt noch eine Quest offen habe. Ja, das seht ihr hier. Also wir haben jetzt hier eine Quest, die bringt mir 35er Token, ne, so ein blaues, und ich krieg 5 Stück. Davor waren es, glaube ich, 2, die man bekommt. Also sind wir von 75 jetzt rauf, ne, auf 5 Token. Das habe ich in meiner Tabelle irgendwo hier drin. Das sind 175 quasi, die wir hier bekommen, ne. Das Problem ist, bei den grünen Items ist es so, dass wir auch nur 3 Token mehr bekommen. Nicht prozentual, sondern Token. Und ein grünes Token bringt halt nur 5. Also haben wir hier durch die Erhöhung nur 15 Anima mehr bekommen. Und bei dem anderen hier, ne, bei diesem hier, ist es das X-Fache. Da sind wir quasi von 70 auf 175 hoch. Also haben wir mehr als eine Verdopplung. Bei dem anderen sind es halt bloß 15 hoch von insgesamt, jetzt müssen wir mal gucken, ich glaube, das waren 60, ne? 12 mal 5 sind 60, genau. Und dann haben wir jetzt halt 70, 75 haben wir jetzt hier. Also 15 nur hoch. Also ihr seht, bei den grünen Items lohnt sich es halt überhaupt nicht, weil es halt, weil Blizzard halt blöderweise mit den Tokens rechnet und halt nicht da irgendwas prozentual macht, ne? Und hier bei den blauen lohnt sich es halt richtig, vor allem bei niedrigen Quellen, weil es dann gut nach oben geht. Genau, das wollte ich euch bloß zu den grünen und blauen zeigen. Also eigentlich lohnt sich nur Aktivitäten, die blaue Token bringen, weil da es natürlich wesentlich mehr ausmacht. So, jetzt mal zu der Tabelle, was ich hier gebastelt habe und was mir die sagen soll. Ich habe einmal hier eingetragen, was ich dementsprechend für eine Anima-Base-Quelle habe 1, 2, 3, 4 und 5. 1, 2 und 3 gibt es bei World Quest, also 35, 70, 105. Ne? Und die 5 Stück sind halt bei den letzten beiden Bossen im LFR zum Beispiel. Da gibt es ja dann 5 Tokens, waren vorher 175. Das habe ich jetzt als 100% hier deklariert. Und das sind die Upgrade-Stufen. Ne? Also Upgrade-Stufe 1, 2 und 3. Also alle Gebäude auf 1, alle Gebäude auf 2, alle Gebäude auf 3. Und dann, wenn man das quasi schon hat, ne, alle Gebäude auf 1, dann gibt es 70, 105, 140, 175, 210. Also das ist halt hier eine Verdopplung. Bei einem Token ist eine Verdopplung 200%. Bei 2 Token hat man nur noch quasi 150% und dann geht das so runter, ne? Und dementsprechend bei 2 Gebäuden ebenso und bei 3, alle auf 3 auch so. Da ist dann, was ich vorhin schon meinte, 35 zu 140 sind halt dann 400%, ne? Wenn man jetzt guckt, wir sagen mal, ich habe gleich viele World Quests im quasi, wo ich ein Token bekomme, wo ich 2 Token und wo ich 3 Token bekomme, dann habe ich eine durchschnittliche prozentuale Erhöhung von 283%. Also 100 ist Baseline, heißt, wir kriegen 183% nochmal zusätzlich, ne? Also dann overall, wenn wir das, was wir ursprünglich kriegen würden, dazu rechnet, sind es halt 283% mehr. Ist erheblich, wenn ihr die Gebäude auf 3 habt. Das ist aber teuer und da kommen wir später in den Tabellen noch zu. Dann habe ich mal noch ausgerechnet, wenn man alle Quellen nimmt, also sagt auch die LFR-Bosse und ich weiß gar nicht, ob es irgendwo eine Quelle gibt, wo man 4 Tokens bekommt. Ich habe es jetzt trotzdem mal mit reingenommen. Dann sind wir dabei quasi 237% overall. Und wenn ich jetzt nur den LFR nehme, da habe ich jetzt quasi 8-mal das Dreier-Token drin und 2-mal das 5er-Token, weil bei den letzten 2 Bossen gibt es quasi 5 Items und beim
bei den ersten 8 halt nur 3. Ne? Dementsprechend wäre man da trotzdem bei 192% mehr auf dem kompletten LFR gesehen, wenn man so rechnen will. Dann habe ich mir mal angeguckt, wie viel so ein Upgrade kostet. Das haben wir ja vorher schon mal geguckt. Also alles auf 1 upgraden kostet mich 4.000, alles auf 2 upgraden kostet mich dann 24.000, weil ich ja 5.000 für jedes Einzelgebäude habe, plus die 4.000 nochmal von den Einzelgebäuden. Und wenn ich dann alles auf 3 upgraden will, brauche ich ja nochmal 4 mal 10.000, sind 40.000 plus die 24.000 davor, sind wir bei 64.000, was wir Grundkosten haben. Ne? Dann habe ich hier mal den Durchschnitt noch ausgerechnet, den man mehr bekommt, wenn man quasi alles auf 1 hat, heißt auch wieder für World Quests gerechnet, also hier ein Token, zwei Token und drei Token, heißt sprich hier den Durchschnitt wären dann 161%, dann wieder hier auf World Quests gerechnet wären dann 222% der Durchschnitt. Und hier gerechnet ist dann der Durchschnitt 283, ne, was wir hier oben auch schon gerechnet hatten. Das wird noch interessant, um dementsprechend unten so ein bisschen die Diagramme zu füttern, ab wann sich quasi was rentiert. Dann habe ich meine Annahmen noch quasi einmal überprüft. Und zwar, ob das hier totaler Käse ist, was ich gerechnet habe. Ich habe nämlich heute die so einen Referenzwert genommen, indem ich einmal hier geguckt habe, was ich heute an Anima offen habe, und erstaunlicherweise ist es ein bisschen blöd für meine Berechnung, weil heute, ihr seht, es sind 3x6 drin und sonst nur 5 Anima-Token. Heißt, wenn ihr 3 abzieht, ne, sind das hier alles 2er und die 6er sind halt alles ursprüngliche 3er gewesen. Heißt, ich habe kein einziges, wo ich ein 1er-Token ursprünglich hatte, ja. Sonst, wenn ich World Quest mache, ständig sind die blöden World Quest, wo ich nur einen Token kriege. Und heute, wo ich das hier demonstrieren will, ist es halt eigentlich eine sehr gute Verteilung, weil es nur extrem gute oder fast nur extrem gute World Quests sind. Und das halt dann aber schlecht repräsentativ ist. Aber egal. Auf jeden Fall, das ist halt so der Fall, wo man eh schon viel Anima kriegt und dann die Erhöhung gar nicht mehr so viel prozentual ins Gewicht schlägt. Aber trotzdem wollte ich es mit reinnehmen, um einfach so einen Referenzwert zu haben. Heißt, die Anima World Quest, die ab sind, falls jetzt jemand nachgerechnet hat, ich habe die Quest hier dazu gerechnet. Die hier, die bringt 3 Token und jetzt bringt sie 6 Tokens. Ne? Falls mir einer kommt, ich habe mich verrechnet, wahrscheinlich habe ich mich trotzdem verrechnet, aber die müsst ihr dazu rechnen, falls ihr das nachrechnen wollt. Die habe ich dazu gerechnet, die mache ich jeden Tag immer noch mit. Das ist eine Daily und da gibt es nochmal ein bisschen extra Token. Genau. Mit der Erhöhung sind es quasi 59 Token, entspricht 2065 Anima, und davor wären es gewesen 26 Token, was 910 entspricht. Ich habe immer so etwa gesagt, ich mache pro Tag mit World Quests, ne, so 1000 Anima. Ich bin im War Mode meistens unterwegs, dementsprechend gibt es da 20% im Moment bei der Allianz. Moment, kann ich euch zeigen hier, 20% gibt es bei der Allianz. Habe ich jetzt mal noch drauf gerechnet, ist jetzt aber für die Berechnung nicht sonderlich relevant. Wenn wir das noch drauf rechnen, dann sind wir bei 1092 Anima im alten System und jetzt beim neuen bei 2478, was dementsprechend hier 100% entspricht und dann da 226%. Gut, da sind wir natürlich ein bisschen weg, liegt aber daran, dass wir hier keine Level 1er Token-Geschichten hatten und dementsprechend natürlich die hohen Ausschläge nach oben wegfallen. Ist halt random, was für World Quests am Start ist. Ich wollte es aber mit reinnehmen, dass man so ein bisschen eine Verteilung hat. So, das klammern wir mal nochmal kurz aus, das können wir uns gleich mal angucken. Jetzt machen wir das hier einen Ticken größer, und zwar, eigentlich ist es egal, wir können auch so lang, ihr seht, da sind ziemlich viele Daten. Ich habe jetzt mal aufgeschrieben, um auch meine Diagramme, die wir uns gleich angucken werden, ein bisschen zu füttern, wie viel Anima man quasi braucht, wenn man schon die Grundkosten abzieht, die man für die Gebäude braucht. Also ich habe jetzt hier mal, ich habe alle Gebäude auf 0, Rang 0, dann alle Gebäude auf 1, alle Gebäude auf 2, alle Gebäude auf 3. Hier sind dann auch die Kosten drin, die wir oben schon hatten. Wenn ich nichts ausbaue, habe ich 0 Kosten. Wenn ich quasi alles auf 1 baue, habe ich minus 4000 Kosten, also minus 4000 Anima, quasi damit starte ich dann. Auf 2 habe ich minus 24.000 und auf 3 habe ich minus 64.000. Und dann
habe ich jetzt mal hier die Faktoren reingemacht. Ich rechne jetzt einfach mal zur einfacheren Darstellung, dass ich jeden Tag 1000 Anima verdiene. Es ist natürlich nicht so, dass ich jeden Tag 1000 Anima kriege, aber es ist etwa ein Wert, der realistisch ist, mit dem können wir leicht rechnen, dass wir es zumindest grafisch darstellen kann. Na, am Tag, eigentlich hätte man hier wahrscheinlich mit 1000 starten sollen, egal, aber auf jeden Fall an dem ersten Tag kriegt man 1000, dann 2000, 3000 und so weiter. Ne? Und hier habe ich es jetzt dann so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich das auf Rang 1 upgrade, dann kriege ich ja nicht 1000 Anima, sondern ich habe die 161%, ne? Und dann kriege ich quasi 1610. Und bei, wenn ich alles auf 3 oder auf 2 upgrade, habe ich 222%, ne? Und wenn ich halt alles auf 3 upgrade, 283% im Durchschnitt zumindest. Und das habe ich dann hier eingetragen und das dann immer plus gerechnet. Und das dann halt für, ihr seht, ein paar hundert Tage hochgerechnet und dann am Ende geguckt, wo sind wir. Also nach 200 Tagen wären wir bei dem einen hier knapp bei 200.000. Ne? Und ihr seht, wenn ich das Gebäude auf 3 alles habe, haben wir fast 500.000. Ne? Man muss aber halt gucken, irgendwo kommt dann dementsprechend dieser berühmte Break-Even-Point, wo sich es halt rentiert, mit dieser Anfangsinvestition quasi soweit die Kosten wieder reinzuholen. Und dementsprechend habe ich so ein paar Tabellen gebaut. Das können wir uns jetzt einmal hier angucken. Das ist jetzt der erste Chart, den ich gebaut habe. Mal gucken, vielleicht, obwohl das passt eigentlich von der Größe her. Also, der blaue Strahl oder dieser, ja, wir nennen es jetzt mal Strahl, ist quasi, wenn ich das Gebäude auf 0 habe. Ne? Der geht hier einfach ganz normal hoch. Hier ist dann etwa 200.000. Ach nee, das ist 100.000, genau. Ich habe da verschiedene, dass man es ein bisschen besser sieht. Und jetzt kann man halt gucken, ab welchem Tag es quasi sich schon lohnt. Und das ist tatsächlich schon hier. Lohnt sich tatsächlich schon, alles auf Rang 1 zu bauen. Ne? Also da hat man die Kosten schon wieder drin. Das ist etwa Tag 8, würde ich jetzt mal sagen, so Pi mal Daumen. Also hier auf Tag 8 lohnt sich schon, wenn man 8 Tage die World Quests macht, dass man die Gebäude auf 1 upgradet. Wenn wir dann ein bisschen weiter gucken, hier, das ist etwa Tag 20, würde ich sagen. Da wird es sich dann schon mehr lohnen, die Gebäude auf 2 abzugraden, anstatt es auf 0 zu lassen. Und wenn wir jetzt nochmal ein bisschen weiter hochgehen, hier bei Tag 34 lohnt es sich dann tatsächlich sogar schon mehr, das auf 2 abzugraden, anstatt auf 1. Ne? Und dann sieht man halt immer schön, wo ist der Punkt, wo sich die höheren Gebäude lohnen und bei wie viel Animan ist man dann etwa. Hier ist man zum Beispiel bei 50.000. Wenn ihr natürlich sagt, ich brauche jetzt nur 2 Mounds, die kosten 10.000 Anima, dann lohnt sich es wahrscheinlich nicht hier, die Gebäude auf 2 abzugraden, sondern dann wird es sich wahrscheinlich eher lohnen, die Gebäude auf 1 nur abzugraden, ne? Und nicht auf 2. Wenn man jetzt nicht, sich natürlich extrem viel kaufen will, dann kann man sich halt auch überlegen, ob ich sogar das Gebäude auf 3 upgrade. Auf 3 upgraden geht etwa hier oben hoch und zwar... seht ihr, da haben wir etwa den Punkt, das ist so bei Tag wahrscheinlich 69 etwa, würde ich jetzt mal so Pi mal Daumen sagen, und da sind wir dann ein bisschen bei über 100.000, ne? Das sind wahrscheinlich so 120.000 in etwa, dass wir dann den Punkt erreicht haben. Ich habe das Ganze jetzt nochmal dann ein bisschen weitergeführt, ne? Auch auf 200 Tage, dass man sieht, wie die Entwicklung ist, also ihr seht schon, da geht es extrem auseinander, von den verschiedenen Gebäuden, da geht es dann halt bis 500.000 Anima hoch, so viel wird man wahrscheinlich jetzt erstmal nicht brauchen, aber eventuell im Laufe des Add-ons und dann kann sich tatsächlich rentieren, das jetzt schon zu machen. Und dann habe ich noch als letzten Chart einen Referenzwert hergenommen, falls das Ganze schlecht läuft. Und zwar haben wir hier unten auch nochmal Werte eingeführt, wo wir dementsprechend sagen, okay, eventuell habe ich ja nicht das, habe ich mich ja da ein bisschen vertan und jetzt rechne ich einfach mal mit Werten, die eher im schlechten Bereich sind. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, sagen wir mal, ich habe immer nur die Stufe 3 Anima-Teile,
wo ich ja jetzt heute tatsächlich relativ viele hatte. Und ich nehme immer die niedrigen Werte, also die niedrigsten, die 133%, die 167%, die 200%. Das wird natürlich nicht eintreffen, weil ich immer die Sachen durchgemischt habe, aber einfach mal so als kleiner Referenzwert, selbst wenn es der Worst Case eintrifft, wie sieht mein Chart dann aus? Ne? Heißt, wir nehmen dann hier nicht mehr 1610, sondern 1330, ne? Und halt dann hier dementsprechend auch immer die niedrigeren Werte. Das habe ich dann hier nochmal komplett durchgeführt, durchexerziert, und dann können wir halt hier gucken, wenn es jetzt ganz schlecht laufen würde, das ist sogar schlechter, als es jetzt heute der Fall wäre, mit, ich glaube, 200% habe ich da für die, ja, für quasi den Rang 3 gerechnet, und auch da sind wir quasi relativ früh schon drüber. Also wenn ich jetzt hier gucke, das 1er Gebäude, da sind wir auch schon an Tag, was würde ich sagen, so 13 drüber. Dann bei beim quasi 2er Gebäude sind wir schon so bei Tag, ja, was ist denn das, 57 würde ich jetzt mal sagen. Das ist auch noch unter 100.000 Anima. Und das letzte Gebäude, gut, da sind wir dann natürlich relativ weit oben. Und zwar, das wäre etwa so bei Tag 121. Das ist wahrscheinlich so 180.000 Anima, ne? Jetzt wird natürlich interessant, wie viel, also das hier ist wirklich der Worst Case, der wahrscheinlich nicht eintrifft. Das relevante Diagramm ist das hier in etwa. Jetzt könnten wir mal gucken, wie viel Anima brauche ich denn überhaupt, um bestimmte Sachen mir holen zu können. Ich habe heute mal ein bisschen was zusammengerechnet, und zwar bin ich hergegangen und habe mal das Anima zusammengerechnet, was ich noch brauche mit meinen Chars. Ich habe ja mit meinem Necrolord schon soweit alles gekauft, das ist mein Main, fast alles, da fehlt nicht mehr viel. Ich habe jetzt mal die anderen drei Covenants zusammengerechnet, ne? Ich habe jetzt mal Nightfee zusammengerechnet, Kyriana und Ventir. Und tatsächlich gehen die extrem auseinander. Die Nightfee, die haben so viel mehr Zeug als die anderen Covenants. Mit Nightfee, wenn man sich alles kaufen will, braucht man 202.000 Anima. 8.000 habe ich mir schon was gekauft. Ich habe mir einen Mount gekauft, einen Toy und einen Pet, das habe ich mal aufgerundet, weil das irgendwelche zerhackten Beträge waren. Und dann gibt es noch bei dem Rufhändler noch ein bisschen was. Also wenn man sich wirklich alles holen will, auch das, was ich schon mir geholt habe, braucht man 217.000. Bei den Kyrianern sind es dann 140.000 und bei den Ventir sind es 121.000. Hier sind übrigens nicht die Mounts dabei, die man sich bei allen Covenants holen kann. Manche durch Knospen, andere durch Anima, was man sich kaufen kann, ne? Die sind hier noch nicht dabei, und es sind auch alle Items nicht dabei, die man sich für Anima kaufen kann, die man mit allen Covenants holen kann. Also da kann eventuell, wenn euch da noch was fehlt, auch noch was draufkommen, wo es dann vielleicht relevanter wird, die Gebäude noch abzugraden. Wenn ich jetzt nochmal in meinen Chart hier reinschaue, also das, was ich vermute, dass das akkuratste ist, dann könnte ich jetzt halt zum Beispiel für mich gucken, okay, ich persönlich brauche jetzt halt bei meinem Ventier-Char noch 113, aber bei meinem Nightfee 202.000, ne? Und wenn ich jetzt schaue, 113, da sind wir etwa hier, was lohnt sich da eher? Da wird es sich wahrscheinlich eher lohnen, da komme ich am schnellsten hin, wenn ich alle Gebäude auf 2 abgegradet habe. Wenn ich jetzt aber sage, ich brauche 200.000, dann komme ich schneller hin, wenn ich alle Gebäude auf 3 abgegradet habe. Ne? Deswegen ist es halt so ein bisschen interessant, okay, wie viel Zeug brauche ich wirklich und was für eine Upgrade-Stufe grade ich es dann ab, wo komme ich dann am schnellsten und effizientesten hin. Wichtige kleine Randinformation, ein paar Anima-Quellen werden irgendwie nicht erhöht, vielleicht ist das noch ein Bug oder ist es gewollt. Unter anderem habe ich gesehen, dass Dungeons, seht ihr das hier, Dungeons kriegt man trotzdem nur 35 Anima, was ich halt eh nicht verstehe, warum ein HC oder ein NHC-Dungeon immer schon nur 35 Anima brachte, jetzt auch noch bringt, und eine World Quest teilweise das Dreifache. Finde ich in keinem Verhältnis, aber so ist es, und das haben sie nicht erhöht, und auch die PvP-Belohnungen sind nicht erhöht. Wenn wir natürlich ehrlich sind, sowohl die PvP-Belohnungen als auch die Dungeon-Belohnungen haben sich ja vorher schon nicht rentiert, und ich habe zumindest darüber kein Anima gefahren, weil es sich nicht rentiert hat, und da sie es jetzt nicht erhöht haben, vielleicht auch Buggründe nicht erhöht wurden, lohnt sich es halt noch mehr nicht, ne, das zu machen. Also da,
also Dungeons zu grinden und BGs, ja, vielleicht ein Daily Epic BG könnte ich mir noch eingehen lassen fürs Anima Farm, aber wirklich effizient ist das nicht, weil man ja auch da verlieren kann und Dungeons sowieso nicht mit nur einem Token. Also die wurden irgendwie nicht erhöht, vielleicht wird das noch gefixt. Genau, so viel dazu. Genau, also da könnt ihr euch jetzt mal überlegen, oh, ich habe anscheinend irgendwie meine Tabelle verhauen, egal, da, ach, hier. Gehen wir einmal zurück hier. So, dann könnt ihr halt für euch überlegen, wie viel Anime ihr braucht. Wichtig ist, ihr könnt die Werte nicht ganz übernehmen, wenn ihr nämlich kein Druid seid und eine andere Rüstungsklasse habt. Dann ist es so, dass es unterschiedlich viele Waffen für eure Klassen gibt und dementsprechend kann es sein, dass ihr ein bisschen andere Werte habt. Die werden im ähnlichen Bereich sein, aber zum Beispiel ein Warrior hat wesentlich mehr Waffen, die er tragen kann, als ein Druid zum Transmoggen. Und einen, wahrscheinlich ein Hexenmeister hat aber weniger als ein Druid, was er transmogen kann. Also beim Warrior wird es um einiges mehr bei allen sein, beim Hexenmeister wird es ein bisschen weniger sein. Ne? Also das ist so ein bisschen die Geschichte. Und warum ich wahrscheinlich trotzdem bei meinem kompletten Twinks das alles upgraden werde, jetzt um den Bogen vielleicht nochmal zu spannen, das Addon ist ja noch nicht aus mit dem aktuellen Patch, sondern vermutlicherweise kommt noch ein Patch 9.1 und so weiter und ich vermute jetzt auch mal ganz stark, dass in den weiteren Patchen Anima immer noch ein Bestandteil sein wird. Ich vermute, dass man das dann auch wieder als Ressource benutzen kann. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Blizzard jetzt sagt, okay, Anima ist im ersten Patch abgehakt, jetzt machen wir was Neues. Könnte passieren, ist aber meiner Meinung nach unwahrscheinlich. Dementsprechend wird man sich auch in den nächsten Patches was damit kaufen können und dementsprechend, wenn man ein Sammler ist, für Transmog zum Beispiel und oder Mounts, Pets, Toys und Konsorten, dann wird es sich wahrscheinlich eh lohnen, das jetzt abzugraden, weil man später so viel noch zusätzliche Sachen kaufen werden können muss. Keine Ahnung, der Satz halt macht keinen Sinn, aber auf jeden Fall, man hat so viel mehr Sachen dann wahrscheinlich noch in der Zukunft, dass sich es unter anderem auf jeden Fall rentiert, das abzugraden, dann tut man es lieber gleich und nimmt jetzt schon die Mehr-Anima mit, als dann erst den Patch abzuwarten, zu merken, ah, kacke, da brauche ich noch mehr, jetzt lohnt es sich auf jeden Fall, das abzugraden und dann sich zu denken, ah, jetzt habe ich die letzten Monate immer mit dem verminderten Faktor quasi gefarmt, obwohl ich schon viel mehr hätte rausholen können an der Geschichte. Ja, das war es eigentlich soweit, was ich euch zeigen wollte. Hab da ein bisschen Zeitaufwand in die Tabellen gesteckt. Und ja, ich weiß, die sind natürlich nicht hundertprozentig akkurat. Das sind immer nur quasi Anhaltspunkte und etwaige Werte. Natürlich variiert jeden Tag die Anzahl an Anima World Quests. Es variiert jeden Tag auch wie viel Tokens es dort gibt. Ne? Also auch die Baseline-Tokens schon ohne dieses Upgrade-System und dementsprechend kann man das gar nicht genau machen. Das sollte bloß als zur Verdeutlichung zeigen, was es für Auswirkungen hat. Ein, zwei Anmerkungen vielleicht noch am Rande. Was ich natürlich festgestellt habe, was sich jetzt mehr lohnt, sind zum Beispiel diese Kisten, die man über einen Anima-Kontaktor bei den einzelnen Covenants aufmachen kann. Hier waren sonst immer ein bis zwei blaue Token drauf, wenn man Glück hatte. Ich habe die heute aufgemacht und habe fünf blaue rausgekriegt. Das lohnt sich richtig jetzt. Der Missionstisch lohnt sich richtig jetzt, weil man halt nicht mehr zwei, sondern fünf Tokens rausbekommt. Dann Bosse, die man beschwören kann. Ich habe Sabriel umgehauen gehabt und habe auch, ich glaube, mit dem Twink 5 Tokens bekommen. Also Rares können sich jetzt auch lohnen, zumindest die blauen droppen. Ich habe ein paar andere Rares umgehauen, die grüne Tokens droppen und da habe ich auch 5 grüne Tokens gekriegt. Und 5 grüne Tokens ist halt nichts, sind halt 25 Anima. Ne? Also es könnte sich vielleicht jetzt lohnen zu gucken, welche Rares droppen denn blaue Token oder haben eine Chance drauf, blaue Token zu droppen und diese mitzunehmen. Was ich auch gesehen habe, es gibt diese komischen großen Kisten, die sieht man jetzt blöderweise nur, wenn man im Gebiet ist. Heute war hier eine und da habe ich einen im Twink aufgemacht und habe auch 5 blaue Tokens rausgekriegt. Also das kann sich jetzt auch lohnen, diese Kisten mitzunehmen, wenn man denn quasi da am Anima-Farmen ist und die Gebäude schon abgegradet hat. Ja, das war's soweit, was ich euch erzählen konnte. Wie gesagt, das Ganze ist leider Char gebunden, also ihr müsst es mit jedem Char einzeln machen. Ich vermute und ich habe das auch schon in wir hätten Kommentaren gelesen, dass dementsprechend vielleicht Blizzard das irgendwann accountweit macht. Ich denke aber, wenn sie diesen Schritt gehen, jetzt haben sie sich bewusst dazu entschieden, dass es nicht accountweit ist, wird es wahrscheinlich, wenn dann gar nicht kommen oder es wird sehr lang dauern, bis es kommt und dementsprechend werde ich jetzt mit meinen Twinks wahrscheinlich die ganzen Gebäude upgraden und dann quasi mit dem erhöhten Faktor lostigern und mit der Anima farmen. Gut, schreibt mir mal gerne in die Kommentare eure Gedanken, was werdet ihr machen, gradet ihr euer Zeug ab, lasst ihr euer Zeug so wie es ist, interessiert euch das Ganze nicht. Oder sagt der Täler, der hat sich komplett verrechnet, du musst da nochmal gucken,
die ganzen Werte waren Käse. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.